Das Sony Xperia Z2 ist, wie man vom Namen schon vermuten kann, der Nachfolger des Z1. Ist seinem Vorgänger in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, alleine schon von außen. Es kommt wieder eine verglaste Vorderseite und verglaste Rückseite zum Einsatz. Das Handy ist wieder wasserdicht, weswegen man Abdeckungen auf Micro-USB und SIM-Karten-Slot geben muss. Es verfügt wieder über einen Micro-SD-Karten-Slot, ist eine Spur leichter als sein Vorgänger, aber nicht wirklich erwähnenswert. Das Display ist Full HD, sieht besser aus als beim Z1, Betrachtungswinkel ist ein bisschen besser. Im Inneren Snapdragon 801, außer die höhere Taktrate gibt es da kaum Unterschiede. Ein besonderes Feature vom Z2, das das Z1 nicht hat, ist die 4K-Videoaufnahme. Das dauert ein wenig, bis sich die Kamera-App öffnet und dann kann man hier, schwer zu übersehen, 4K-Videos aufnehmen. Hier sollte man allerdings auf den Speicherplatz achten. Ein 13-Sekunden-Video, das wir vorher schon gemacht haben, hat 100 MB an Speicher gebraucht, also ohne externe SD-Karte sind die internen 16 GB wohl sehr schnell voll. Das Z2 ist annähernd so groß wie das Z1, hat wieder einen dezidierten Kamerabutton, gleiche 20-Megapixel-Kamera. Display ist minimal größer, nämlich um 0,2 Zoll, um genau zu sein. Erkennt man aber auch nur dann, wenn man die Geräte wirklich direkt nebeneinander hält.